Leute, ich bin so nervös. Ich habe in 3 Stunden, okay, 3 Stunden geht mein Zug zum Flughafen und dann fliege ich um 5 Uhr nach Malaga. Und das Hotel ist 1,5 Stunden vom Flughafen entfernt und ich komme da so gegen 10 an. Und ich habe keine Ahnung, wie ich zum Hotel kommen soll. Und ich bin sehr nervös. Aber ja, hoffentlich läuft alles gut. Ich habe gerade nachgeguckt und der letzte Zug fährt 10 Minuten, nachdem ich lande. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich schaff's, denke ich, also ich gehe davon aus, dass ich es nicht schaffe. Und ich muss dann ungefähr zwischen 50 und 80 € für einen Uber zahlen. Und das Zugticket hätte 5 € gekostet. Ja. Ach, naja. Ich gehe jetzt duschen und dann packe ich meinen Koffer. Und ich muss noch ein paar Sachen runterladen zum Gucken auf dem Weg und dann geht's los. Das Witzige ist einfach, ich hätte jetzt die einen Uber von dort nehmen müssen, weil das sonst zu spät ja für dieses Ziel ist. Und die Julia, die Freundin, mit der ich dahin gehe, die ist schon dort. Und die hat so einen lokalen Typen gefunden, der für 50 Pfund oder für 50 € halt uns dann beide dahin fahren kann. Und es ist halt so billig wie der billigste Uber, den ich gefunden habe. Und sonst waren die alle höher. Deswegen ist es, glaube ich, das Beste, so preismäßig. Aber ich hoffe, wir werden nicht. Okay, ich bin jetzt durch die Security. Es hat insgesamt 5 Minuten gedauert, tatsächlich. Und ich wurde auch eigentlich zum nochmal durchsatschen, durchgewunken, aber die hat es irgendwie nicht gejuckt. Deswegen, das ging relativ fatz, die haben mich dann einfach gehen lassen. Ja. Und jetzt habe ich noch 1,5 Stunden Zeit, hier muss man viel kommt. Und wir sind nicht gekidnappt worden. Julia, warum stehst du da? Lass uns euch mitkommen. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, wir gehen jetzt rein. Achso, ja, weil du hattest deinen Koffer noch hier. Deswegen dachte ich, du musst hoch und dann gehen wir richtig hoch. Nein, ich wollte eigentlich schon reingehen. Okay. Ja, ja, es ist, wir sind in Alora. Das ist in der Nähe von Malaga. So ein kleines, süßes Städtchen. Und so sieht das aus. Hier. Ja. Wow. Wir sind in einem kleinen lokalen Bar. Das war gar kein Deutsch, egal. Und haben uns ein Bier und einen Whisky Cola gekauft. Und diesen Whisky Cola zu bestellen war sehr schwierig. Das war schon ein Hassel. Ja, weil die halt gar kein Englisch können. Aber es ist sehr süß auf jeden Fall. Sehr viele kleine lokalen Sachen. Ist nicht so touristisch. Sehr süß. Guten Morgen. Es ist 9 Uhr 40 oder so und Julia ist gerade in der Dusche und wir gehen in einer halben Stunde zum Zug und fahren in die Stadt rein und dann machen wir heute den ganzen Tag Sightseeing und ich freue mich drauf. Wir gehen aber wahrscheinlich nicht in Malaga ans Meer, aber hoffentlich ist das Wetter gut genug, dass wir in Marbella dann, ich weiß, ich sage das falsch, aber ich vergesse immer, Marbella, oder? Naja, auf jeden Fall, da gehen wir dann vielleicht ins Meer. Ich habe auch so böse Hunger, aber naja, Julia wollte lieber in Malaga selber dann essen und nicht hier. Was wahrscheinlich Sinn macht. Das ist das Outfit des Tages. Und ja, das sieht so von hinten
Wir sind auf dem Weg zum Zug. Hoffentlich kommen wir sicher an. Julia hat das Talent, sich zu verlaufen. Ja, aber deswegen benutzen wir Google Maps. Das hängt aber auch bei dir. Nee, hängt das nicht. Ich muss hier gleich was schauen. Wir sind gerade in einem Vintage-Shop und alles schaut so geil aus und ich kann aber nichts kaufen, weil ich will alles kaufen und dann, ich kann mich nicht entscheiden. Oh mein Gott. Wir haben uns jetzt endlich um 1 Uhr Frühstück geholt. Yay. Wir sind gerade im Picasso-Museum und der Eintritt war einfach umsonst. Und es hätte so 12 Euro gekostet. 12. Also wir waren jetzt im Picasso-Museum und ich hatte überlegt, mir danach so ein Tattoo stechen zu lassen damit. Aber ich mache das auf jeden Fall nicht mehr, weil ich weiß nicht, der hat mir voll über die Vergewaltiger-Vibes gegeben, weil er einfach nur nackte Frauen gemalt hat. Frauen, die gerade irgendwie irgendwas gebären, Frauen, die gevögelt werden, Frauen, die einfach mitten im Krieg nackt dastehen und angefasst werden. Deswegen lassen wir das. Junge, was ein Wagen. Nee, aber ich will. Bei uns ist BMW. Junge. Ja, aber ich. Ja, natürlich. Natürlich. Wo kommen wir denn da hin? Bayreuth, da stehen wir, Deborah. Röth, Rot. Junge, lass mich weinen. Gut,
guten Morgen zu Tag 2. Wir haben ein bisschen verschlafen. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, um zu frühstücken und uns fertig zu machen. Und das Wasser geht nicht mehr. Das heißt, wir können nicht abspülen. Wir können uns kaum... Ja, nee, Julia kann ihr Gesicht nicht waschen. Wir können eigentlich auch nicht Zähne putzen. Ich versuche es gleich trotzdem. Aber ja, das ist so der Stand der Dinge. Ja. Sehr diskret. Wir holen jetzt Ibuprofen für die gute Julia, die Schmerzen hat. Wipes. Hä? Das kann doch nicht sein. Als ob das die Übung ist. Weiß ich nicht. Ich kann auch nicht tiefer gehen. Ich kann auch nicht höher. Vielleicht ist es so für deine Calves, dass du so machen musst, praktisch. Ja, aber ich stemme viel mehr auf meinen Calves, als mein Körper nicht eigentlich. Das ist voll... Achso, warte, so dann. Ja, dass du so die Zehen spitzen, weil dann spüre ich es schon in den Calves. Aber ja, so, es ist halt auch nicht so das... Das ist nicht das Wahre, ne? Nee, nicht so das Wahre. Na gut. Deborah does not approve. No, gehen wir zum nächsten. Zum nächsten. Das ist viel zu leicht. Schon, ne? Workout beendet. Ja. Ich habe mir so ein Empanada gekauft, weil Julia wollte das eigentlich, aber... Ich darf es nicht essen. Ja, weil... Okay. Ja, und deswegen esse ich jetzt für sie. Und ja, ich habe es noch nie gegessen, also... Was ist da drin? Jalapenos und... Jalapenos und Cheddar, ja. Ich habe gerade nur Brot gegessen. Warte. Ist gut. Schmeckt genauso, wie es aussieht. Wie Blätterteig mit Käse und Jalapenos. Das ist gut. Ich habe gerade auch zum ersten Mal Sangria getrunken. Und Julia meinte, der ist sehr süß, weil sie hat Erfahrung. Aber ich nicht. Hier nochmal ein letzter Blick auf Julia. Was willst du mir zeigen genau? Du siehst aus wie ein Klaufhänger. Keine Ahnung, wie das heißt, Digga. Garderobe. Dankeschön. Ja. Ich mit Koffer den Berg runter ist, ja, ist nicht so das Wahre. Wir sind jetzt an der Zugstation. Ich bin so krass am Schwitzen. Das ist echt nicht mehr normal. Ich habe jetzt hier meine Dinger ein bisschen hoch gemacht, aber ich wollte mich eigentlich am Bahnsteig umziehen, weil da war so eine alte Frau und ein Hund und das war's. Aber jetzt ist da so ein Mann, deswegen lieber nicht. Aber es ist so warm. Was voll komisch ist, weil es hat halt absolut, glaube ich, nur so 21 Grad. Aber ich weiß nicht warum, aber 21 Grad, das fühlt sich gerade wirklich an wie, weiß ich nicht, 26 mindestens. Aber ich glaube, ich ziehe mich im Hotel dann um.
bevor wir uns Tattoo stechen lassen. Und ich lasse mir von Nana, von dem Anime, so eine CD stechen. Und so hier so am Arm. Weil ich habe eh schon Tattoos am Oberarm. Deswegen, ja, aber Unterarm will ich nicht machen, weil ich weiß nicht, was ich werden will. Deswegen. Ich habe mich jetzt doch hinterm Kartenhäuschen umgezogen, weil es ging nicht mehr klar. Und da war so eine Gruppe Engländer, die haben mich nicht gesehen. Also ist alles glimpflich verlaufen. Alles glimpflich? Ja. Ach, Mutter Teresa auf dem Zucker drauf. Hi. Das ist unser Hostel. Das sieht echt schön aus. Ganz gut. Ja, aber für 32 Euro ist schon so schwer. Yes. Überhaupt nicht durch. Oder ja. Sie waren nicht so lange drauf bleiben wollte. Wir haben uns jetzt Tattoo stechen lassen. Yeah. Und genau. Es hat tatsächlich sehr weh getan. Tattoos. Yeah. Wee. Bei ihr natürlich nicht, aber sie hat auch ein riesiges Tattoo an den Rippen und das hat kaum weh getan. Also. Geht schon. Also mein Gott, hat mich so gezwiebelt, aber. Ja. Nichts, was man nicht aushalten kann. Ja. Und ich muss sagen, also ich habe halt die untere Hälfte, die so beim Knick beim Ellbogen ist, die tat halt gescheit weh. Und die obere Hälfte war eigentlich voll okay. Genau. So, das ist das Zimmer. Klein, aber fein. Und das ist das Klo. Sehr basic. Aber wir haben, was ist das? Rose Hip. Keine Ahnung, Moisturizer oder so. Kein Shampoo müssen wir kaufen, Julia. Ach so, okay, ich nicht. Und hier Balkon. Und das ist die Aussicht. Ja. Vertraut, die Bilder. Macht ihr auch immer so random Bilder? Wir haben uns Wasser gekauft. Ja. Das sollte jetzt reichen für die nächsten 3 Tage hoffentlich.
weil wir auch zur Hälfte alles mit Kaffee decken an unseren Flüssigkeitsbedarf. Kaffee doch hydrierend ist eigentlich. Ja, aber egal. Flüssigkeit. Eben. Da ist auch eben Wasseranteil drin. Das ist alles. Ja, ja, finde ich auch. Und wir laufen jetzt zurück zum Hotel oder zum Hostel. Weil wir jetzt ehrlich wohl gesagt, angemerkt, wir haben ein Privatzimmer mit eigenem Bad. Ja, genau. Also schon Luxus. Ja, auch wenn das Zimmer sehr klein ist und das Bad zwar ungeputzt, aber we survive. Egal. We move. Hättest du gar nicht erst erwähnen müssen. Ja. Leute müssen nicht die Wahrheit wissen. Nein. Hey, aber es ist doch nicht unsere Schuld, dass die das nicht gescheit putzen, Mann. Naja. Ich ja auch gar nicht, dass eben Inkompetenz uns zu verschulden ist. Ich meine, jeglich das... Ne? Also wir können auch einfach sagen, oh mein Gott, alles ist so toll, ich verpasse voll. Ja. Nee, es ist auch toll. Natürlich, wir haben heute Tattoos gemacht. Genau. Guten Abend, alles Gute. Dankeschön. Ebenfalls. Und voll witzig, der sah auch doch los aus, aber ja, konnte, war nicht so schön. War gebildet. Konnte Deutsch. Also ich glaube, er war Deutsch. Wie kommt ein deutscher Obdachloser hierher? Vielleicht war er noch nicht obdachlos, vor er ist hier. True. naja, so, das ist der Plan. Lass uns gehen. Ja. Okay. Let us go to the café. Let us. Das ist das wunderbare Café, das ich mir ausgesucht habe auf Google Maps. Ja, offiziell, aber anscheinend nicht. Aber warte, ich habe noch ein Café gestern rausgesucht und es hatte montags generell nicht offen. Das sah eigentlich ganz nice aus. Das können wir uns angucken. Wir sind angekommen. Das ist das Café, was ich rausgesucht habe. Do you approve? I approve. Very cute. Yes. Hier sehen wir kleinen Julia mit ihrem glutenfreien Kuchen. Sehr happy. Very happy. Ich habe mir gerade so einen Magneten gekauft, kann ich auch nachher zeigen. An sich sehr, sehr hässlich, aber ich wollte ihn halt so der Familie von meinem Freund mitbringen, weil ich glaube, die finden es witzig. Und dann bin ich so rausgegangen und bin so mit einer Frau mitgelaufen, die ich dachte, Julia wäre. Und habe so geredet und das war sie gar nicht. Und dann habe ich mich so umgedreht und habe diese Frau so angeschaut. Ich hab gemerkt, das ist ich gar nicht. Das war sehr peinlich. Scheiße. I cannot recover from this. Hier ist auf jeden Fall, ich glaube, das soll eine Kirche sein. Nee, das ist wirklich nicht die Kirche. Das ist eine Kirche. Ja, sieht ein bisschen weird aus, aber jedem das seine. Okay, das ist jetzt die eigentliche Kirche, wo wir hin wollten. Mal gucken. Wenn du für mich ins Andex gehst. Nee, tatsächlich noch der einzige Grund, warum ich ins Andex gehe, ist für die Schweinehaxe. Ein Bettler. Oh, wow. Y una palmera para el camino. De chocolate, perdón. Wir machen jetzt einen Taste-Test von diesem Ding hier. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist wie so eine Breze, aber aus Blätterteig, glaube ich. Schmeckt okay. Was ist da eigentlich für ein Zucker? Zucker. Das ist einfach Zucker. Auf Blätterteig. Aber es ist lecker. Immerhin. Ja. Wir sind jetzt zu einem Shoppingcenter gelaufen, weil es die ganze Zeit regnet und deswegen kann man hier eigentlich draußen eher weniger machen und es ist auch nicht so schön. Deswegen gehen wir jetzt erstmal aufs Klo, denke ich, und dann gucken wir jetzt ein bisschen um und dann suchen wir uns, glaube ich, eine Bar. Genau. Es ist ja Halloween, muss ja ein bisschen feiern. Richtig.
Wir sind gerade im Blockhaus. Ich komme mal näher dran, damit man mich hört. Und ja, es war ein bisschen underwhelming, weil für den gleichen Preis gibt es hier halt weniger als in München. Und das Steak war nicht richtig gekocht. Das hat Julia dann zurückgehen lassen. Also das war nicht medium, das war rare, das war richtig viel zu blutig. Und in München kriegt man halt noch einen Salat dazu normalerweise zum Steak, im Preis schon mit inbegriffen und hier halt nicht. Das finde ich schon. Ja, deswegen, ich habe mir Nürnberger Würstchen geholt, weil da kann man nichts mit falsch machen. Und genau, jetzt brechen wir dann auch gleich auf. Und kurze Frage an jeden Menschen, der das sieht. Macht ihr die Schale bei den Kartoffeln ab? Weil sie ist so ein Mensch, sie isst diese Schale nicht mit und ich isst sie schon mit. Und ja, genau, das ist jetzt die Frage, ob ihr das macht oder nicht. Also ich kenne nur Leute, die nicht die Schale essen. Du bist ja die erste Person, die mir sagt, dass man es macht. Das kann man schon machen, ja. Aber so, warum? Weil es fast genauso schmeckt. Und weniger auf. Ja okay. Wir machen jetzt einen Taste-Test. Let's go. Aber mach's. Ja. Also mit Kartoffel ist es ja besser, würde ich sagen. Ja. Und die Sour Cream, I guess, auch. Da ist noch ein bisschen Sour Cream. Also es ist jetzt nicht krass oder so, aber es ist halt nicht so schlimm, dass man es abmachen muss. Und? Okay. Ich finde eine richtig unangenehme Textur. Ja, aber ich finde es nicht so schlimm, dass ich es abmachen würde. Das ist nicht schlimm, aber ohne ist besser. Okay. Wir sind im Trockenen. Es ist so scheiß Wetter. Ja. Jetzt auch gut trinken. Ja, warte. Doch mit der Rechnung, Digga. Einfach. Sieht man das für das? Ah. Ein kleines Gläschen. Ja. Breakfast. Wir sind wieder im gleichen Café wie gestern. Ja. Und diesmal holen wir uns aber. Also, du hast den gleichen Kuchen, oder? Ich hole mir den gleichen Kuchen. Ich bin am überlegen, ob ich nicht noch Eis dazu nehme. Eis? Ja, doch, können wir machen. Boah, aber dieser dunkle Schokoladenkuchen sieht auch geil aus. Aber ich glaube, der wäre gerade zu viel für mein System. Ja. Und ich hole mir so ein Iberico Ham Sandwich-Ding und einen Kaffee. Oder soll ich fragen, ob sie so glutenfrei? Die haben bestimmt kein glutenfrei. Also nee, aber kannst du mal fahren. Ich kann mal fahren. Wenn ich nehme ich auch den. Aber eigentlich, wenn ich dich markiere. Ja. Also, finde ich. Wir waren jetzt doch sehr lange bei diesem Café, weil die Frau, die kommt aus. Niederlande? Nee, aus Aruba. Aruba, genau. Ja, für 3 Jahre. Und die hat uns so ihre Lebensgeschichte erzählt. Auch so ein bisschen von ihrer Tochter dann erzählt, die 17 ist und anscheinend auch gerne Tattoos und Piercings mag und auch Anime. Ja. also alles, was Leute in unserem Alter gerne mögen. Ja. Es freut uns zu hören, dass sie sehr normal geworden ist und sehr gesund anscheinend. Und ja, doch, das war sehr süß. Ich glaube, da gehen wir morgen nochmal hin. Ja. Und wir laufen jetzt zum Strand. Ja, zum reichen Leute. Genau. Ja. Und ich habe mich umgezogen in meinen Bathing Suit. Aber wenn, dann gehen wir nicht so weit rein, weil wir eben die Tattoos haben.
haben. Ach so, ja, und wir haben vorhin rausgefunden, dass unsere Freunde beide grr sagen, wenn sie sauer sind. Das war auch eine sehr witzige Erkenntnis. Julia, Taste Test. Kann man machen. Ja. Nice. Nach was schmeckt's? Nach Erdbeer und Blaubeer und Milch. Okay. Und ein bisschen weiße Schokolade von der Sohle. Nice. Mhm. 10 von, wie viel von 10? So eine 7, weil ich habe besseres Eis gegessen. Aber so ist es eine Experience. Nice. Das ist cool. Nice. Danke für den Input. Würde ich nicht nochmal kaufen. Weil okay. Ist sehr teuer, aber ja. Ist cool, okay. Das mal gegessen zu haben. Ja, ich weiß nicht, das hat die Palme halt gerade runtergeschmissen. Macht Spaß. Schon sehr. Ja. Spürst du, wie du deine Muskeln, deine Bauchmuskeln, oder? Oder was beansprucht man da? Weiß es nicht. Gar nichts. Eigentlich nicht so aktiv. Nice. Warum, Julia? Warum? Was passt dir an diesem Weg nicht? Bitte? Was passt dir an dem Weg nicht? Der ist so suspekt. Suspekt, sagen sie. Besser. Mann. Ich finde, der sieht wunderschön aus. Findest du das? Ja. Du liebst dich gerade selber an, mein Schatz. Hä? Du bist selber wach. Das ist voll romantisch hier. Romantisch? Ja, Mann. Spürst du nicht, wie es knistert? Es knistert? Ja. Nee. Zwischen uns. Tatsächlich, ich glaube, es ist einseitig. Oh, wow. Ich kann es gar nicht glauben. Oh, wow. Das ist voll schön. Oh mein Gott. Wow. Ja, Schatzi, du bist eigentlich. Was willst du eigentlich? Wir sind in der Rich Bitch Gegend. Wow. Boah, das sieht echt krass aus, ich bin ehrlich. Naja, ich filme nochmal hier. Brot nur für mich natürlich. Never back down, never what? Never give up. Ja. Ja. Die Schlange zum Ticket Office ist sehr lang und
ja, ich mache mich jetzt auf den Weg wieder nach Malaga. Und Julia und meine Wege trennen sich jetzt dann auch bald. Und sie sucht gerade das Tickethäuschen. Ich weiß nicht, ob sie es gefunden hat. Sie kommt gerade zu mir zurück. Hast du es gefunden? Es gibt halt hier nur eins. Das heißt, ja, dann muss ich da irgendwie. Aber sicher, also gibt es in Gibraltar so eine Stadt, dass die da vielleicht angeschrieben ist? Nee. So eine Hauptstadt? Nee. Es gibt keine Hauptstadt in Gibraltar? Nee. Ja, blöd. Ich habe mich jetzt hier in so ein Café gesetzt und ich muss jetzt hier noch 4 Stunden rumkriegen und dann mache ich mich auf den Weg zum Flughafen. Menschen.